Was wir hier auch zeigen wollten, ist, dass Hofstetter Kurz seit Anfang der 80er Jahre kein Unbekannter ist, sondern ein im Insiderkreisen eigentlich als lebendes Genie bei uns gilt und er eigentlich durch seine Bescheidenheit, durch seine eigentlich Zurückhaltung und alles sich ausschließlich der Kunst widmet und eigentlich keine Zeit für irgendwelche Geschäfte oder Galerie oder Kunstmarktprobleme hat. Und deswegen bin ich auch schon sehr viele Jahre mit ihm auch befreundet und sage, ich werde den Kunstmarktjob übernehmen, damit er wirklich seinen Job machen kann. Und ich bin immer überrascht, weil er mich praktisch ja laufend kontaktiert und es hat sich ja in den letzten Jahren wirklich so viel ergeben, weil bei ihm sehr viele Dinge in seiner Arbeit sich einfach vom einen zum anderen ergeben. Also es gibt hier die Suite Irrational, hier arbeiten die ganz exklusiv, weil das erste Mal überhaupt gezeigt werden. Wir haben eine Edition von der Firma Zein, die auch hier anwesend ist, die zwei Druckerinnen und ein Drucker, der wirklich ein Handwerk noch beherrscht und auch in Perfektion macht. Ich bin da sehr dankbar, dass es überhaupt so gelungen ist. Wir waren da sehr zweifelhaft, dass wir in einer so alten Technik eigentlich ein zeitgemäßes Kunstwerk präsentieren können. Ja, in diesem Sinne. Thank you.
Gut, also es gibt gegenwärtig in Wien Anlass, eine Weltminute zu erfahren. Das ist die heutige Eröffnung der Präsentation eines Geniestreichs Verlufteter Code, an dem einige sehr wesentlich beteiligt waren, vor allem seine Partnerin und Barbara Dose. Ja. Und Frau, wirklich? Ja. Bist du? Ja. 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 Da ist der Ring. Eine Frau. Das ist ganz toll. Ja. Ich meine, das ist eine Hochleistung, weil man so viel objektive Distanz und so viel klare Worte eigentlich nie gegenüber einer Person zustande bringt, der man nahesteht. Das ist fantastisch. Es sieht sich, man liest es so, als sei es wirklich aus höchster Warte. Jenseits des Gekrümels im Alltag geschrieben. Dankeschön. Fantastisch gemacht. Und der zweite Anlass in Wien, in dieser Weltminute etwas Außerordentliches zu sehen, ist die morgen oder übermorgen eröffnete Ausstellung über Wittgensteins Fotografieverständnis im Leopold-Museum. Das ist ähnlich sensationell, jetzt bezogen auf die Federgeneration, in der Carnap und Wittgenstein für die zwei Hauptrichtungen in Wien einstehen. Vorher die Generation wurde durch Felix Mautner repräsentiert, wahrscheinlich das größte Genie, das Österreich jemals hervorgebracht hat an der Wissenschaft, der Sprachwissenschaft. Und diese drei Generationen haben hier an etwas Spezifischem gearbeitet, was eigentlich für den gesamten Westen gilt,
in besonderer Weise für die Ausprägung von Kunst und Wissenschaft in diesen, kann man sagen, aus diesen westlichen Kulturen seit 600 Jahren. Nämlich die Entstehung von Kunst und Wissenschaft als Arbeitsdisziplinen, die nicht mehr kulturell legitimiert werden können. Das ist etwas sensationell Einmaliges in der Weltgeschichte. Hochentwickelte Kulturen, höchst entwickelte Kulturen, wie die alten Ägypter, wie die Hittiter, wie die Perser, wie die Chinesen, wie die vielen nachfolgenden Kulturen der Veda in Indien. Alle extrem leistungsfähig, kannten den Begriff Wissenschaft nicht und kannten auch den Begriff Kunst nicht. Und auch hier in Europa gab es bis ins 14. Jahrhundert, nein, diese Begriffe nicht. Es gibt Künstler und Wissenschaftler erst seit 600 Jahren. Das ist eine Formierung einer Kraft auf Erden, die mit dem schwächsten Glied der Hominiden, dem einzelnen Individuum, beginnt. Das heißt, es wurde gefragt, in welchem Verhältnis das, was ein einzelner Mensch über die Welt sagen kann, zu dem steht, was die großen kulturellen Kollektive sagen können. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft, die Regierung, die Universitäten etc. Und dieses Verhältnis ist von extremem Interesse gewesen, weil Sie alle wissen, kulturelle Autoritäten durch Kollektivbildungen sind im Wesentlichen darauf angewiesen, Stabilität zu garantieren, Zusammenhalt zu garantieren, Lebensraum zu sichern und entsprechende Ressourcen. Wenn man sich fragt, wie kam jeweils das Neue in die Aufmerksamkeit der westlichen Zivilisation, in allen anderen Kulturen gibt es den Begriff gar nicht, obwohl sie eben höchst entwickelt war, kulturell allem überlegen war, was Europa je an Kultur gegeben hat. Sowohl die alten Ägypter wie die Perser, wie das Hittiterreich, wie die alten Griechen und Römer, die kulturell überlegen waren, bis auf eine einzige Kraft, nämlich die Bewegung des konventisch lebenden, also in Gemeinschaft lebenden Mönch, seit Benedikt von Nursia Anfang des 6. Jahrhunderts in Monte Cattini einen Versuch gestartet hat, ein Kollektiv aus lauter Individuen zu bilden. Das ist singulär. Heute vertritt man sowas in der Universität, aber durch die objektiven Zwänge des Ökonomischen hat sich dieses Modell erledigt. Es bleibt bei der Entgegensetzung hier einzelne Menschen in der Fähigkeit, einen Weltbezug zu generieren, hinter denen, diesen einzelnen Individuen, weder eine Partei, noch eine Bank, noch eine Kirche, noch irgendeine andere Autorität aus dem Feld der Kultur steht. Ganz im Gegenteil, sie wurden soweit ausgliedert, sie wurden ja ausdifferenziert aus der Kultur entlassen, weil sie ihre Arbeit als Künstler und Wissenschaftler nur erledigen können, wenn sie nicht sich auf Autoritäten der kollektiven Kulturen berufen, sondern ausschließlich auf ihre eigenen Autoritäten. Ein Individuum wird im 14. Jahrhundert eine Autorität, die es mit der Autorität der Kulturen aufnehmen kann, als Autor. Und diese Autorität durch Autorschaft ist die mächtigste Autorisierung, die die Welt je gesehen hat, was die letzten 600 Jahre für Weltwissen, Entwicklung der Technologie beispielsweise ausmacht. Medizin, Transport, alles, was heute universal gilt, ist ja einstmals von Individuen ohne jedes Backing, ohne jeden Hintergrund, ohne jede Absicherung, ohne jede Auftragsvergabe geschaffen worden. Und es gab dann ab 1402 in Florenz und anderen oberitalienischen Staaten genügend Verständnis unter den führenden Bankern, Bischöfen, Vorständen der Bürgerschaften, die gesagt haben, lasst die doch machen. Sie sagen ja selber, hinter ihnen steht kein Volk, kein Militär, keine Kirche. Was können wir von ihnen fürchten? Wir müssen nichts befürchten, lasst sie machen. Sie sagen, sie seien ohnmächtig, sie haben keine Macht, also lasst sie bauen. Und wir werden uns ansehen, was dabei rauskommt und dann das Entsprechende für uns nutzen. So ist es ja auch gekommen. Und diese Frage ist heute dringender denn je, weil natürlich durch die demokratische Verfasstheit jeder den Anspruch, jeder Mensch den Anspruch hat, eine Individualität zu sein. Also als Einzelner sein Weltverhältnis selbst zu regulieren, ohne dass er dafür die Voraussetzung hat. Er ist eben kein Künstler und kein Wissenschaftler. Und andere Positionen dieser Art gibt es noch nicht.
Wenn aber jeder darauf besteht, selber eine Individualität zu sein, ohne aber die Kraft der Autorität durch Autorschaft zu besitzen, ist zwar im nominellen Sinne ein Individuum, aber es besagt nichts, weil es nicht mehr definiert wird. Es bezieht sich ja in seiner Autorisierung ausschließlich auf die Verfassung des demokratischen Gemeinwesens. Mehr hat es ein Individuum heute nicht für sich zu reklamieren. Dann erfährt es nichts anderes als ein unglaubliches Risiko des Verbankspielens, des Scheiterns, also das, was Individualautorität sowieso ausmacht. Denn alle großen Leistungen auf der Ebene der Künste und Wissenschaften ist im extremen Risiko des Scheiterns, meistens auch mit der Konsequenz der Vernichtung der rein physischen Existenz, der psychischen Existenz der betreffenden individuellen Hochleister bezahlt worden. Gegenwärtig ist die Position so, dass Sie von Erdogan über Putin, über Xi sehen, in 172 Ländern der Welt, nur 16 sind noch Demokratien, alle Herrscher versuchen, die Autorität der Kulturen wieder über die Autorität der Autorschaft von Wissenschaftskünstlern zu stellen. Und die Frage ist, mit welchen Positionen können sich heute sozusagen residual die letzten Künstler, die letzten Wissenschaftler, es gibt ja kaum noch Wissenschaftler, in dieser Hinsicht behaupten, warum gibt es keinen Wissenschaftler mehr? Eindeutig, Wissenschaftler brauchen, um ihre Arbeit zu verlangen, Geld, also Investitionen, Mittel zugestanden, die werden von der Kultur bewilligt oder nicht bewilligt. Wenn sie von der Kultur bewilligt werden, müssen sie bei Drittmittelforschung, bei Drittmitteleinwilligung ist das üblich, sagen, was sie damit machen und was mit den ausgezahlten Forschungsbeträgen erreicht werden soll. Und wenn Sie Ihren Drittmittelantrag nicht reinschreiben, ich werde mit diesen 28 Millionen einen Gegenwert eines Marktproduktes von mindestens 56 Millionen generieren, kriegen Sie das Geld gar nicht. Aber was soll da an Forschung dran sein, wenn man vorher schon weiß, was rauskommt? Es sind nur noch Funktionärsabläufe in der Beschäftigung, wie sie in jeder Firma auch stattfinden. Solche Herren wie Professoren sind heute nichts anderes als Büttel, Angestellte irgendwelcher Geldgeber. Und das bedeutet, Westeuropa ist in der Existenz bedroht bis aufs Letzte. Denn wenn diese Position, die Autorität durch Autorschaft, aufgegeben wird, dann gibt es für Europa überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal mehr seiner Geschichte und gegenwärtig auch natürlich nicht mehr seiner Zukunft. Denn bereits jetzt sind wir abgehängt durch die von der kulturellen Autorität gestützten, von den finanzierten, aber im Wesentlichen kontrollierten Mächten, sehen Sie China als Paradebeispiel. Der unaufhaltsame Aufstieg ist ja nichts anderes als die totale Rückkehr der kulturellen Autorität, in die dann die individuellen Leistungsträger hineingezwungen werden bei Lebensgefahr, und zwar mit ethnischen und rassischen Begründungen, wenn Sie dafür allgemeintägliche Meldungen sehen wollen, dann sehen Sie, was die Uiguren im südöstlichen China passiert, also eine Region, die überhaupt erst vor 50 Jahren von Chinesen annektiert worden ist, so wie die Russen jetzt die Krim wieder annektiert haben, auf gleiche Weise. In anderen Worten, wenn wir uns nicht darauf besinnen, was eigentlich Europa war, nämlich Kraft, Autorität der Autorschaft von Individuen, Künstlern und Wissenschaftlern gegenüber allen Prätendenten der Kulturen, dann werden wir keine Chance haben, uns als Europäer überhaupt noch in 30 Jahren definieren zu können. Und das ist vielleicht für viele nicht sehr bedauernswert, weil sie selber sich längst der Autorität der Kulturen gebeugt haben. Der einzige Zuspruch der Individualität in den Kulturen heute erhält, bei Russen, bei Türken, bei Chinesen, um nur die wichtigsten, sagen wir mal, rücksichtslosesten Charaktere der Durchsetzung von Kulturautonomie zu nennen, wenn sie sich bei denen nicht der Unterwerfung oder den Geltungsanspruch der Kulturen beugen, sind sie liquidiert. Dann im Lager, im KZ oder wo immer, jedenfalls
haben sie keine Existenzberechtigung mehr. Und das könnte hier auch drohen. Wir haben zwar in der Bundesrepublik einen grundgesetzlichen Artikel 5.3, in der gesagt wird, nicht die Unternehmer, nicht die Zahnärzte, nicht die Banker etc. sind frei, sondern Kunst und Wissenschaft sind frei. Grundgesetz 5.3 war eine sensationelle Welteinmaligkeit, dass das in einem Grundgesetz geschrieben worden ist. Und zwar wegen der Erfahrung im Dritten Reich natürlich, aber hatte darüber hinaus eine viel weitergehende Bedeutung, die man erst jetzt wirklich einzuschätzen lernt. Nun, in der Phalanx derer, die heute noch die Position der Künstler und Wissenschaft aufrechterhalten, steht unser Freund, Hofstetter Kurt. Ich will sagen, auf mehr als zwei Dutzend kommen wir in Europa nicht mehr. Und schon gar nicht bei denen, die gleichermaßen die Kunst und die Wissenschaft in Einheit repräsentieren können, also in beiden Fällen als Autoren auftreten. Bei ihm ist das im Wesentlichen die Kunst und die Wissenschaft in der herkömmlichen Definition. Wir werden noch mal sehen, ob wir das besser definieren können. Worauf beruht diese sensationelle Alleinstellung von, sagen wir mal, zwei Dutzend, vielleicht drei Dutzend, wenn man großzügig ist, meinetwegen 50 Individuen in Europa, die in beiden Feldern Kunst und Wissenschaft gleichermaßen noch als Autorität durch Autorschaft auftreten können und nicht als Nachtäter und Nachtäffer oder Erlediger irgendwelcher Aufträge der Autorität der kulturellen Kollektive. Im Wesentlichen ist es eine Fähigkeit, als Künstler und Wissenschaftler die europäische, genuine Tradition, die dazu führte, dass ab dem 14., seit der Petrarca-Zeit, der Begriff der Kunst entsteht. Den Begriff, allein der Name, das gab es nicht. Es gab keinen Namen Künstler, nirgendwo. Das gibt es hier seit Mitte des 14. Jahrhunderts. Dass diese Entstehungsgeschichte für diese paar Dutzend Individuen, die wirklich als Autorität durch Autorschaft auftreten können, gilt. Und das war im Wesentlichen eine, man nennt das philosophisch-theologische Begründung, so obenhin gesprochen könnte sagen, die Theologie wird begründet durch die Kraft des Zweifels am Glauben und die Wissenschaft wird begründet durch die Kraft der Kritik an jeder Wahrheitsbehauptung irgendeines Wissenschaftlers. Sodass Zweifel und Kritik die grandiosesten Qualifizierungen für die Fähigkeit von solchen Individuen als Autoren werden. Und die Frage ist ja, wieso, was nützt einem Zweifel und Kritik? Wie kann daraus etwas entstehen, was sich nun 600 Jahre als Weltbeherrschend auf allen Ebenen der Technologien, beispielsweise der Medizin etc. Bewiesen hat? Dabei gibt es einen zentralen Mechanismus. Das eine war, sagen wir mal, in Einheit zentral. Man kann es auch differenzieren nach Theologie-Schulen, aber das ist jetzt nicht nötig. Man kann sagen, die Mathematik wurde etabliert als Theologie aller Atheisten, also aller Lehrer, die durch die Kraft des Zweifels sich von der Dogmatik befreien konnten, kindisch sich irgendeiner vorgegebenen Glaubensvorstellung unterwerfen zu müssen. Die Mathematik wurde die Theologie der Atheisten. Und darin natürlich unwirksam. Das zweite war von den Theologen und Philosophen begründet, dass sie sich fragten, wie unsere Weltorientierung über die jeweilige konkrete Begegnung mit einem Menschen, mit einem Hund, mit Gläsern, mit Häusern, mit Grasroten, mit Bäumen, immer nur sind wir darauf angewiesen, etwas Konkretes zu sehen, etwas Einzelnes zu sehen, wie wir aus dieser Begegnung, jeweils partikulär, irgendwas Kleines, Einzelnes, den ganzen Tag zerfällt es nur in Wahrnehmung, etwa im Hinblick auf 150 Meter Distanz. Wir sehen alles Mögliche, aber immer partikulär, wie wir aus diesen Begegnungen mit dem ganz besonderen Individuellen von Gräsern und Schweinen und Hunden und Häusern je auf etwas Ganzes schließen können, was die Welt sein soll und was unseren Anspruch auf Weltgeltung hier begründen kann. Wenn wir das Ganze nicht erfassen, haben wir keinen Geltungsanspruch.
Und das war das Verfahren des sogenannten Universalienstreites, in der es um die Frage ging, wie man die Eigenschaftsworte von partikularen Dingen, roter Schlips, roter Kleber, rote Lippen, wie auch von diesem Eigenschaftswort durch Substantivierung, Röte, eine Ebene der universalen Geltung erreichte, also das, was man nicht sehen kann, aber denken kann. Zum Beispiel Gott oder Gemeinschaft, die Gesellschaft oder die Freiheit, nirgends kann man sie sehen, nirgends ist hier ein partikulares Erlebnis zugänglich, aber sie ist eine Denknotwendigkeit. Und Gott als Denknotwendigkeit, Freiheit als Denknotwendigkeit, Freiheit oder Gleichheit oder Brüderlichkeit als Denknotwendigkeit sind unvergleichlich viel mächtiger als das, was man mit Tolle Dieb und Finger da zeigt, das ist es jeweils als partikulares Einzelerlebnis hätte in sich zurechnen können. So wurde einer der wichtigsten Begriffe universeller Geltung geschaffen, nämlich die Kunst. So wenig wie sie je die Gesellschaft gesehen haben oder Gott gesehen haben, haben sie auch die Kunst gesehen. Aber die Verkommenheit des kapitalistischen Verwaltungstheaters hat dazu geführt, dass durch die entsprechende Propaganda der normale Mensch glaubt, dass es die Röte, die Gleichheit, die Freiheit, die Demokratie, die Kunst auf gleiche Weise gibt, wie die realen Dinge, deren Eigenschaften es ist, rot oder freundlich oder liebend zu sein oder freiheitlich besonnen zu sein, etc. Also eine Art von kindlicher Behauptung, dass die Universalien auf gleiche Weise real sind. Nein, sie sind es nicht auf gleiche Weise, sondern nur real im Denken. Sie sind absolut nur dem Denken zugänglich und nicht der Anschauung, nicht der taktilen, visuellen Bestätigung einer Erscheinung, sind also nicht auf das bloße Prinzip der Verifikation durch Zugang in der Partikularerfahrung des Einzelnen bestätigbar. Es gibt seither, das ist ungefähr das 12. Jahrhundert, seit der Universalienstreit ausgefochten wurde und für Europa die größten Konsequenzen hatte, eine ungeheure Fruchtbarkeit und Gegensetzung, das heißt der Welt der sinnlich zugänglichen Partikularerscheinungen. Man kann da anfassen, man kann da zerren, man kann es zerschlagen, man kann wissen, wie widerstandsfähig es ist, aus welchem Material es ist, wie es wächst, etc. Aber immer nur partikular auf das, was man gerade zu Händen hat. Alles andere ist ja nicht da. Es ist ja nur das, was ich gerade sehen kann, anfassen kann. Mehr kann ich ja nicht. Dass man dann darüber hinaus eine zweite Ebene bespielt, das ist eben das Wissenschaftliche und im eigentlichen Sinn der Humanisten das, was Künstler zu tun haben, nämlich in der Welt des Denkens so zu orientieren, wie wir uns normalerweise von Natur aus in der Welt der sinnlichen Erscheinung orientieren. Also an Gräsern, an Pferden, an Hunden und Häusern. Aber nur als etwas Begriffliches Gedachtes. Und diese Arbeit, die begriffliche Ebene herauszuheben, ist Hofstetter Kurt gegenwärtig ein Großmeister, weil es fertig bringt, uns angesichts der Konfrontation mit seinen Arbeitsresultaten, nicht mit Kunst, sondern mit Arbeitsresultaten, das kann man sagen, Denkanlässen, keine Werke, zwingt zu unterscheiden zwischen dem, was da an der Wand hängt oder uns vorgestellt wird oder uns präsentiert wird und dem, was daraus an Möglichkeit der Wirkung für denjenigen erwächst, der damit umgeht. Wirksamkeit wird immer verwechselt generell mit Rezeption. Es gab immer schon eine Rezeptionsästhetik, oder zumindest sagen wir in Deutschland, seit Duchamp seine berühmte Rede von 57 gehalten hat, in der der Anteil des Betrachters am Zustandekommen des Kunstwerks, der drückt sich doch so aus, noch altbacken aus. Duchamp ist ja ein ganz konventioneller, altbackener Herr, der sagte, naja, schön, also der Betrachter hat daran einen Anteil, weil viele der Wirksamkeit von Werken auf das hin zurückführbar sind, was gar nicht gemeint war, also das nicht gemeinte, aber wirksame, und das tatsächlich vom Künstler ausdrücklich gemeinte, aber unwirksame. Und diese Unterscheidung ist sozusagen eine primitive Vorstufe von einer Vorgabe der Realität des Denkens. Danach gab es die große Gruppe der Ästhetik- und Hermeneutik-Forschung,
die dann in Diskredit kamen, weil die Beteiligten selbst gar nicht kapiert haben, auf welche Weise sie in dieser Form des Denkens etwa an politischen Bewegungen beteiligt waren. Jauss, der führende Kraft der Hermeneutik Ästhetikdebatte für immerhin 17 Großbände, die es heute ja noch gibt, war selber der SS und hat es nie kapiert, ebenso wenig wie all die anderen, Günter Grass und sonst hier, die alle später erklären mussten, warum haben sie großartig über die Welt der Politik geredet, über die Aufklärung etc., ohne die Kraft zu haben, sich über sich selbst aufzuklären. Und fast alle dieser später in 15, 16, 17 Jahren auffällig intelligent argumentierenden, argumentierten immer im Hinblick auf die Welt, aber nie auf sich. Das heißt, sie verspielten ihre Autorität durch Autorschaft, als Romanschreiber, als Künstler etc., weil sie ja gerade nicht sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen konnten. Das war vielleicht eine Hemmung aus vielen von Freud in Wien dargestellten Gründen. Also die Welt, in der das, was wir Kunst nennen, als eine Denknotwendigkeit bei der Rezeption, bei der Betrachtung der Wahrnehmungsanlässe, die hier an der Wand hängen, mehr oder weniger keine Werke, sondern Werkzeuge sind, dass bei der Indienstnahme dieser Werkzeuge notwendigerweise uns, falls wir nicht ikonoklastisch das zerstören, das ist die klassische Reaktion, oder es einfach als unsinnig leugnen und darauf gar nicht eingehen, sondern abhauen, wenn wir da uns darauf einstellen, beginnen, dass einen Nutzen daraus zu ziehen, den wir eigentlich heute nirgendwo sonst mehr geboten bekommen. Denn, wie das Beispiel Wissenschaft zeigt, es gibt gar keine freie Forschung mehr, weil die Forscher das Geld brauchen, das Geld wird von der Kultur nur bewilligt, wenn sie erklären, dass sie mit dem Geld diese und diese Resultate marktgängig umsetzbar einen Gewinn erzielen. Also das ist schon fast erledigt. Es sind ganz wenige Residuen, wie das, was er hier vertritt, in der es möglich ist, im ursprünglichen Sinne noch an Forschung und künstlerischer Arbeitsresultate zu denken, mit dem Ziel, und das ist das Grandiose gewesen, weswegen die Aufklärer in Europa des 18. Jahrhunderts alle, mehr oder weniger durch Winckelmann animiert, so fasziniert waren von der Griechenwelt. Denn in der griechischen Auffassung, die die Philosophen vertraten, die ja alle noch Kulturalisten waren, da gab es noch keine Freiheit, Autorität und die Autorschaft, war eins klar, die spektakuläre Orientierung auf ihre Absicht, was will ich erreichen, wenn ich einen Text veröffentliche, wenn ich eine Wand bemale, wenn ich einen Tempel baue, wenn ich die Tempel dekoriere etc., was will ich da eigentlich erreichen? Außer, dass ich mich selbst daran wohlfühle, ist ein bisschen wenig. Anerkennung zu finden, ist auf einem anderen Wege sicherlich leichter. Profan, was Lucrez und andere Autoren so im ersten Jahrhundert nach Christus sagten, Weiber aufreißen, das kommt nicht daher. Ja, oder kassieren, so profane Dummheiten, das macht man auf anderen Wege viel eleganter. Dann muss man sich nicht anstrengen, Romane zu schreiben oder poetisch zu wirken. Außerdem kommt man in die Hölle. Ovid war der größte aller Poeten in der Zeit des Kaiserreichs und musste nach heute Ovidiu genannt Region am Schwarzen Meer fliehen. Ich war neulich mal da, um zu gucken, was denn daraus geworden ist. Das ist ein anderes Thema, aber es ist grauenvoll. Okay, dass diese Überlegung, was will ich eigentlich, bei den Griechen von vornherein durch eine Begriffsbildung festgelegt war. Nämlich durch den Begriff des Theoretikers. Da wird ein Begriff eingeführt, der die Operation auf die Realität des Denkenden, Denknotwendigkeiten, mit dem Begriff Theoretiker. Und wer ist der Theoretiker? Nicht Herr Platon, nicht die Philosophen, nicht die gesamte Mannschaft der hochgelehrten, philologisch interessierten, auch weit gewanderten, meinetwegen Herodot und solche Leute haben die Welt wirklich gekannt. Es sind nicht diese Autoritäten, sondern das Publikum im Theater. Ein Theoretiker im Griechischen ist jemand, der im Theater sitzt und es fertigbringt, die verschiedenen Präsentationen auf der Szene
Einer macht einen Arm so hoch, einer läuft schnell, einer stolpert, einer macht so und einer fällt runter, in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und wenn er dann auch noch so macht, wird es vielleicht leichter, aber auch nicht für jedermann zu sagen, dass die Aufführung von Ödipus von Sophokles. Das ist nicht die Leistung von Sophokles, der es geschrieben hat, sondern das ist die Leistung des Theaters betrachtet. Der muss ja das, was verbühnet, so heterogen und einzelnen Konfrontationen geboten wird, Arm hoch, an die Augen stechen, etc. Ja, also Sie kennen die Bewegung, die zu diesem Stück gehört. Daraus muss er ja einen Sinnzusammenhang, der den Namen hat, Schicksal des Ödipus, herausbilden. Deswegen ist der Betrachter der Theoretiker. Also diese Tradition in der vermittelten Orientierung von Mathematik als Theologie der Atheisten oder eben Kritik als einzige Form der Anerkennung in der Wissenschaft tatsächlich das entscheidende Moment geworden, mit dem wir uns orientieren, wenn wir theoretische Kunst betreiben. Wegen dieser griechischen Gewohnheit, sinnvollen Praxis, Theoretiker den zu nennen, der mit den Wahrnehmungsanlässen, den Denkanstößen, wie das Volk so sagt, den Denkanstößen operiert, die er von solchen Arbeitsresultaten bekommt, wer daran tatsächlich arbeitet und zum Theoretiker wird, schafft theoretische Kunst. Er selber macht ja nichts, er bastelt ja nicht herum, er hebt ja nicht in der Rezeption und wie in der Volkshochschule auch noch ein paar Klumpen aus Leben und formt irgendwas nach oder manchmal ein paar rum, sondern macht das in der gedanklichen Arbeit an den Zusammenhängen der Wahrnehmungsanlässe, die er macht. Also entsteht neben dem bloßen, überwältigenden Arbeiten auf der Ebene des Zeichnens, des Malens, des Schreibens, die Realisation von Objekten einer Klasse, die man dann mit dem Namen Kunst zudeckt, heute völlig vernichtet am Kunstmarkt, der von der Kunst nichts mehr übrig lässt, außer der Angabe, wie viel es kostet. Alle anderen Kriterien sind längst abgeschafft. Selbst in der FAZ lesen Sie nur noch, was es bedeutet an diesem Lappen an der Wand, dass er 2 Millionen kostet. Alles andere ist völlig unerheblich. Das gibt es keine Möglichkeit mehr. Das sieht man ja daraus, was diese Art von Naivität und Begründung von Dummheit als einzigem sozialen Recht, das alle einfordern. Ich habe ein Recht darauf, dumm zu sein und mir von anderen erzählen zu lassen, was ich zu glauben habe und was die Schönheit ist und was die Kunst ist und was Wissenschaft und was wertvoll ist. Diesen ganzen Quatsch hinter sich zu lassen und eben zu sagen, die theoretische Kunst wird geschaffen durch die Reaktion und darum erneute Aktion des Adressaten, der Leute, die diese Anstöße, Denkanstöße, Werkzeuge der Erkenntnis schaffen. Das sind Erkenntniswerkzeuge und nicht Evidenz erleben als Beweis für Sonnenaufgänge oder etc. Wenn Sie hier durchgehend sehen wollen, was der Gedanke der Einheit ist, der niemals wahrgenommen werden kann in der Partikularität unserer Lebensorganisation, nämlich, dass in der Welt immer gleichzeitig Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stattfindet, dass das Ganze ja gerade dadurch definiert wird, dass wir unsere partikulare Unterscheidung zwischen Aufgang und Untergang nicht nötig haben, sondern auf einer ganz anderen Ebene das Weltverstehen organisieren. Heute sehen wir eine Ökodebatte. Jetzt kommen die Leute plötzlich drauf, dass es keinen Sinn hat zu sagen, hier regnet es und da ist trocken, das besagt gar nichts. Sondern zu etwas wie die Gleichzeitigkeit aller Phänomene von Regen und Trockenheit, von starken Winden und unbewegter Hitzeglocke und was auch immer zu erkennen und damit eben tatsächlich so etwas gedanklich regeln wie das Weltklima. Das können Sie ja nicht anfassen, das können Sie nicht auf irgendeine Weise verifizieren, außer in einem relativ engen gedanklichen Akt, sprachlich sehr anspruchsvoll, in der Begriffsbildung sehr anspruchsvoll begründet. Dass diese Dinge alle anspruchsvoll formuliert werden, liegt in der Medialität, mit denen sie hergestellt werden. Das ist nicht ein Mutwille der Wissenschaftler und Künstler, soweit sie eben so noch arbeiten, sondern es liegt in der Sache. Vereinfachen sehen Sie ja hier, dass die Hinweise auf die Partikularität des Betrachters sein Hintern da rechts, die Brust vorne in der Mitte links
oder etwa alles, was er als Sonne, als Mond, als Scheibe des Beleuchtungs, der Beleuchtungskörper in seinen Räumen kennt, zur Grundlage des Denkanstoßes oder des Einstiegs in die Denkoperation wählt. Da bleibt noch eine Ebene der partikularen Sinnlichkeit des Menschen, der wahrnimmt, aber nichts mehr wahrnehmen kann, außer er geht über in die Sphäre des Denkens und hat damit die Chance, in der Welt zu sein. Dies sind Leute, mit unserem Körper sind wir nur ein kleines bisschen partikular auf einer Bettkante oder auf einem Stuhl etc. Übrigens, Sie haben ja nicht mal einen Stuhl. Was bedeutet das schon? Was soll denn hier stehen, wenn wir jetzt beginnen? Es sei denn, jemand will noch hier die drei Stühle benutzen. Das Entscheidende also ist, dass jeder, der sich diesen Arbeitsresultaten nähert und mit ihnen arbeiten will, sich als Theoretiker verstehen muss. Jeder Normale, der darauf reagiert, der damit arbeitet und daran wirkt, die Arbeitsresultate als rein theoretische Kunst zu demonstrieren, nämlich als etwas, was wir nicht auf die Ebene der Verifikation durch sinnliche Evidenz hin überprüfen können, sondern einem ständigen offenen Prozess der Fortsetzung des Denkens bearbeiten müssen. Das heißt, wer anfängt zu denken, kann nie aufhören. Sie können sich nicht angesichts eines solchen Werkes jeden damit zufrieden geben, dass Sie es jetzt haben, dass Sie es jetzt wissen. Sondern es geht unendlich weiter, das heißt, das ist das Wesen der theoretischen Objekte, dass sie prinzipiell nicht definierbar sind in der Gebrauchsfunktion, weil der Gebrauch der Denkanstrengung eben unendlich ist. Und das bedeutet, die Leute sind unzufrieden oder, wie vorhin gesagt wurde, sie sind eher ablehnend oder zweifelhaft. Heute hatten wir einen berühmten Sammler, Künstler, Galerist, wirklicher Kenner der Sinnlichkeitssphäre gesagt, das ist ihm hier zu abstrakt, das ist ihm zu wenig sinnlich, fühlt sich zu wenig gekitzelt oder geschmeichelt. Dann habe ich ihm gesagt, hast du mal gesehen, wie du deine Vorstellung regulierst, bei Hinblick auf Genuss, du gehst mit mir essen und versprichst mir einen großen Genuss. Das ist ja absurd, wenn du das tust im Vergleich zu deiner jetzigen Haltung. Du gehst doch davon aus, dass du etwas wie den Genuss vermittelbar als eine Vorstellung, im Moment, also in der Wissenschaft Qualia, eine Qualia namens Genuss gibt, die man aber gar nicht anders vermitteln kann, als dadurch, dass man Essen mit Genuss erreichen kann. Ja? Und das ist eine hohe Kunst, mit Genuss zu essen. Deswegen gibt es ja die Einflüsse der Zubereitung des Stoffwechsels, also Nahrung zum Beispiel ist eine wesentliche Form des Stoffwechsels von lebendigen Organismen mit ihrer Umwelt, die darin besteht, Erziehung zum Genuss zu ermöglichen. Schling nicht so, stopf das nicht in dich hinein, was so die Alltagsmenschen in der Scheune zu ihren Kindern sagen, ist eigentlich der Hintergrund für all diese Geschichte. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Genuss dadurch, dass man ihn einfordert, auch gegeben ist. Das ist beim Denken ganz genauso. Das heißt, man muss es trainieren, man muss es lernen. Und wer will schon angeleitet werden, zu trainieren, etwas zu denken, anstatt es als Resultat des Denkens serviert zu bekommen. Ja, also die nackten Hintern, nackte Brüste werden den Leuten lieber. Da könntest du Karriere machen. Ich weiß nicht, in welchem Maße das hier noch gilt, aber in vielen weiten Strecken der Welt gilt das immer noch. Nichtsdestoweniger ist eine kuriose Verbindung aus der Welt der Sinnlichkeit mit der des Denkens gegeben, nämlich die Tatsache, dass, wie Sie alle wissen, die sinnliche Sphäre, zum Beispiel auf der Ebene Sexualität, ausschließlich durch das Gehirn gesteuert wird. Sie machen ihre sexuellen Lustbarkeiten nicht durch die Genitalien, das machen sie durch ihre Zerebralien, also durch die Genialien. Die Genialien lassen sie zu, dass sie etwas wie sexuelle Lustempfinden haben, aber nicht ihre Genitalien. Umgekehrt werden wir gezwungen von Natur aus, Stoffwechsel Natur, die hohe Affektivität, Sensibilisierung, man kann auch sagen Affektivität durch die Reaktion auf Reize, den Gedanken zu stimulieren. Das heißt, der Ursprung unserer Denknotwendigkeiten steckt dann in den Genitalien. Diese Vertauschung ist das Erbe der griechischen Welt.
die auch am weitesten geführt hat und deswegen auch heute neurophysiologisch oder biochemisch, wie immer, noch als gute Folie der Überlegung gelten kann. Wenn jetzt der Hofstetter Kurt bereit wäre, an einem einzelnen Beispiel, zum Beispiel unser hier heute zum ersten Mal gezeigten Ebene, zu klären, warum braucht man dann überhaupt noch einen visuellen Anlass? Warum ist das Denken auf die Partikularwahrnehmung, auf das zu Sehende, zu Fassende, zu Hören, atmosphärisch wahrnehmbarer, den Hunger, den etc. noch angewiesen? Warum ist die Sphäre des Denkens nicht tatsächlich vollkommen souverän gegenüber, also das Gehirn souverän gegenüber dem Verkörperten? Die Antwort heißt ganz einfach, es gibt keinen unverkörperten Geist. An Embodiment heißt das wissenschaftlich, der Geist muss verkörpert werden. Das Embodiment ist grundlegend. Der Geist in der Flasche ist nicht denkbar. Und das ist im Grunde der Anlass. Also wenn du das mal exemplifizierst hier an deinem Beispiel. Ja, also diese vier menschlichen Nachbilder, ich nenne sie Sternbilder, und zwar sind aus einer Überlegung entstanden, aus einer theoretischen Überlegung zunächst einmal, die ich habe entdeckt, wie man durch eine einfache iterative Methode nicht periodische Strukturen generieren kann. Muster erklären, periodisch. Ja, also wenn man heute die Musterwelt oder die Dekorationen an diesen an den meisten Gebäuden, fast allen Gebäuden der Welt anschaut, dann sind sie in erster Linie periodisch ausformuliert. Und diese periodischen Ausformulierungen haben natürlich einen Aspekt, nämlich wenn ich einen partikulären Teil erkenne, dann weiß ich eigentlich schon, wie sich das fortsetzt. Und bei mir ist das Interesse sozusagen immer schon gewesen und vor allem hier in dieser Methode, ich nenne sie induktive Rotation, also eine rotative Methode, eine Kreislaufmethode, habe ich entdeckt, wo man ausgehend von einem einzigen Quadrat, das in Rotation begibt, nicht periodische Strukturen automatisch generiert. Das war der Wissenschaft nicht bekannt, dass es so einfach geht, dass man in einem Quadrat auch Zeichnungen hineingeben kann, diese rund und rotiert, und so kommen nicht periodische Strukturen zustande. Was bei mir ganz wichtig war, ich weiß nicht, was im nächsten Augenblick passiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie sie sich, obwohl es eigentlich ausgehend von einem Teil sich erschließt, weiß ich im Muster selber nicht, was sich entwickelt, wie sich das entwickelt. Das ist immer ein Überraschungsmoment dabei, das mich insbesondere in all meinen Kunstwerken intensiv also stimuliert. So, jetzt habe ich in dieses Quadrat Punkte hineingezeichnet und habe durch diese Methode aperiodische, asymmetrische Punktmusterungen bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich aus diesen aperiodischen Punktmusterungen Streifen rausschneide und diese Streifen aus Punkten interpretiere als Lochstreifen und durch ein mechanisches Lochstreifenspielwerk mir anhören kann. Und diese Art von Überlegung, dass man sich Streifen ausschneidet und dass man sich das mal anhört, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer periodischen und einer nicht periodischen und einer asymmetrischen Musterung, dass man das hört, auch sinnlich hört, habe ich mir geleistet, diese Überlegung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das gehe ich an und habe aufgrund meines Kontaktes mit der Technischen Universität, wo hier
für diese sogenannte Generierungsmethode auch der Algorithmus programmiert wurde, in Form einer Diplomarbeit mir dann zur Verfügung gestellt wurde. Das ist der Herr Simon Parzer, der hat die Diplomarbeit hier geleistet und hat mir eine Methode, eine ganz einfache Methode ermöglicht, dass ich das Quadrat definiere und auf den Knopf drücke und ich habe sofort diese Musterung. Das war der Ausschlag, wie er mir am Ende seiner Diplomarbeit erzählt hat, er ist eigentlich im Spieleprogrammieren für Musik zuständig. Und dann habe ich mir gedacht, aha, da darf ich ihn ja auch fragen, ob das auch möglich wäre, dieser eine Gedanke, dass man hier diese aperiodischen Strukturen anhört. Okay, das hat er bejaht und wir haben begonnen, ganz klein, mit zwölf kleinen Quadraten hier Musterstrukturen aufzubauen, um das anzuhören. Ich habe dieses Quadrat so definiert, dass in der vertikalen Achse, also in der vertikalen, der Tonraum fixiert oder definiert ist und in der horizontalen Achse der Abspielzeitpunkt. Das heißt, ich habe in dieses Quadrat eine Melodie ganz präzise hineingesetzt. Ich habe den Tonraum des Klaviers gewählt und habe hier ein zweigestrichenes C, ein F und wie auch immer, habe ich hier mit Punkten versehen. Die wurden dann zu Musterstrukturen, es wurden die Streifen rausgeschnitten und die habe ich mir dann angehört. Und ich habe hier eine Information bekommen, oder die ich geglaubt habe, dass grundsätzlich, wenn man hier Punkte hineinsetzt, dann ist das in erster Linie völlig sperrig, völlig atonal, weil das noch niemand gemacht hat. Notieren tut man die Musik anders. Man hat immer die horizontale Zeitachse, wo man diese Notation, die auch dann seriell gespielt wird, auch notiert und abzeichnet. Dass man hier einen Schritt macht, dass man diese Notation 90 Grad dreht. Das heißt, wenn man drei auf der gleichen Höhe abfolgende Töne dann um 90 Grad dreht und automatisch zum Akkord generiert, das wurde offensichtlich noch nie in der Musiklandschaft, in der Musiktheorie probiert, beziehungsweise schon gar nicht dekliniert. Die Deklinationen von Spiegel und Krebse und Kanonen, das ist durchdekliniert. Allerdings die 90 Grad Drehung, wo der Raum zur Zeit wird, also und dann nochmals 90 Grad und nochmals 90 Grad gedreht und immer weiter rotieren, passiert eine sogenannte Zeit-Raum-Kommutation, wo sich Raum und Zeit immer austauscht. Und nachdem ich immer Punkte notiert habe und die ersten Ergebnisse mir Mut gemacht haben, habe ich bei der Stadt Wien, frech wie ich bin, als bildender Künstler, eingereicht um einen Kompositionsauftrag. Das ist ein neues Feld und ich habe diesen Kompositionsauftrag bekommen. Und in diesem Moment wusste ich schon, dass ich schon einen Schritt weitergegangen bin oder einen großen Schritt weitergegangen bin, denn ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich diese Unterstützung auch bekommen habe für die Weiterentwicklung dieses Programmes, dass ich tatsächlich diese Komposition ausführen konnte. Und jetzt, das bei Schönbergs Pathos. In einer Stadt, die auf Schönberg setzt, hast du ihn überwunden. Ja, ich hab dann noch dazu, möchte ich nur die Brücke schaffen zu diesen Bildern, und ich habe dann diese Punkte dann als Sternen eigentlich, weil die haben so Figuren, und wie ich sie generiert habe und wie ich sie notiert habe und gesetzt habe, habe ich durch diese Rotation unbedingt einen Konnex zum Himmel bekommen, zum Sternen rotierenden Systemen. Wir rotieren ja auch als Erde, es rotiert ja alles, und somit habe ich gemeint, dass diese Figuren, die da hier notiert sind und zur Musik geworden sind, auch eine Visualität haben,
die mich auch interessiert. Und ich habe dieses fünfsätzige Werk, das ich dann abgeliefert habe, das heißt Suite Irrational, habe ich mit einer unglaublichen Herausforderung für mich selber gearbeitet, hier eine, ist es möglich, wenn der Raum die Zeit wird oder der Zeit der Raum wird und in einem ständigen Kommutationsmoment ist, ist es möglich, hier Tonalität zu erzeugen, Harmonie zu erzeugen, wo sich die Hand geben. Und erst im fünften Satz ist mir eine Figur dann gelungen. Also der Triumph des Nachweis, dass das Chaos eine genau gleiche Ordnung hat. Das war, das ist diese Figur, die ist unglaublich, die kann man immer spielen. Es ist auch kinderleicht lesbar, die tiefen Punkte sind die tiefen Klaviertöne, die hohen Punkte sind die hohen Klaviertöne. Also man braucht keine Notenschrift kennen, man kann einfach diese Lochstreifen, diese Noten interpretieren. Das war auch der fünfte Satz, das ist so eine Art Schlossverteidigungs- oder Burgstruktur. Das ist ist der dritte Satz. Aus diesem Sternenbild habe ich für Basel Brock eine Fanfare für die Denker instrumentalisiert. Und die möchte ich jetzt gerne vorspielen. Strategien zu arbeiten. Ja, das ist jetzt gerade im Moment ein Programm von Wien Modern. Wien Modern hat dieses Wien Irrational heuer auch in das Programm aufgenommen. Es wird im digitalen Planetarium aufgeführt. Letzte Woche war die Uraufführung, wo diese Sternenbilder, die Sternenpartitur direkt in den Nachthimmel über Wien eingebettet sind. Und das ist ein besonderes Erlebnis, wenn man in ein Planetarium tritt, wo die Sterne sichtbar oder
auch wenn sie nur projiziert werden, auch nur in einer Sphäre projiziert werden, aber da ist so eine, da passiert was mit uns. Das ist, da kann man sich gar nicht erwehren, wenn da das Himmelszelt aufgeht, da ist einfach, da passiert etwas. Und diese Kraft, die habe ich jetzt, habe ich mir natürlich gegönnt für die Uraufführung dieses Vibrational. Und es ist morgen und noch zweimal im digitalen Planetarium wird es zur Aufführung gebracht. Ich würde gerne noch was sagen. Das sind jetzt sogenannte Lentikularbilder. Ja? Das ist eine spezielle Technik, um verschiedene Ebenen, quasi einen Raum zu initialisieren. Und wo ich jetzt stehe, ich sehe eigentlich nur das zweite Bild, das aber sehr genau. Ich sehe sogar die Milchstraße. Das ist die Milchstraße vor einem Jahr, soviel ich weiß, in die du eben dieses eine Kompositionsteil hineingesetzt hast. Ja. Vor einem Jahr, Wilmodern hat es schon vor einem Jahr ins Programm genommen, nur konnte es nicht aufgeführt werden. Es konnte nur eine Online-Version entwickelt werden und von dieser Online-Version, von diesem Sternenhimmel über Wien am 11.11.2020 ist dieses lentikulare Hintergrundbild. Und je nachdem, wo man sich eben im Raum bewegt, kommt das einem entgegen oder verschwindet eben im Nichts, in der Nacht des Kosmos. Ja, ja. Und ich habe natürlich in dieser Arbeitsphase habe ich mir diese Figuren sehr, sehr einverleibt und habe mir gedacht, was wäre, wenn ich also jetzt umgekehrt Figuren vom Sternenhimmel, wenn ich den Löwen oder wer auch immer hier einfach hineinsetze und mir anhören. Und diese Fragen sind tatsächlich auch von den Forschern im digitalen Planetarium gekommen. Die sind sofort, man könnte sofort einen Löwen spielen oder wer auch immer. Das kann man schon tun. Aber ich muss ein bisschen vorsichtig warnen davor. Also man verliert schon sehr schnell die Lust dabei, wenn man irgendwelche Zusammenhänge einfach abspielt. Das ist natürlich auch nichts Neues, das haben ja schon die Musiker, die wirklich die mechanischen, wirklich die Lochstreifen gemacht haben, wo der Stravinsky wirklich das Loch gemacht hat, der hat natürlich auch verschiedene Musterstrukturen und verschiedene Dinge gemacht. Das wirklich wesentlich Neue ist das, dass ich mich also jetzt wirklich in die 90 Grad in die Zeitraumkommunikation bewogen habe. Und das ist offensichtlich der Musikwelt noch unbekannt. Ich habe mich aber, und das ist vielleicht das letzte Beispiel jetzt abschließend, ich habe mich auch mit Figuren beschäftigt, die, wenn ich sie in die Luft schmeiße, wieder zurückkommen, also wieder einen. Und das ist Boomerang und Tomahawk. Und ich habe diese beiden Figuren probiert und habe eine Komposition gemacht, die Barbara Doser mit Visuellem begleitet bzw. zusammen synergiert, das jetzt Ende des Monats in diesem Punto Iraya Festival im Filmmuseum auch uraufgeführt wird. Die Musik dazu spiele ich jetzt vor. Thank you.
Selbst nach den 4,3 Milliarden Jahren, die unser Planet noch zu leben hat, bevor die Sonne implodiert, tatsächlich keine Angst um Beethoven zu haben. Das macht die kosmische Rotation von alleine. Und das Tolle in Wien war ja, dass bei Alles Walzer die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Rotation unterworfen waren. Bei Alles Walzer können Sie erlebt haben, wie sich das gesamte Bild eines gesellschaftlichen Zusammenspiels von Individuen in ihrer Behauptung der Individualität, man erkennt ja den Tänzer durchaus den Einzelnen, obwohl sie alle gleich tanzen, so wie hier bei deiner Musik, dass dann die Wahrnehmung dieses Prinzips besonders nahe liegt. Du bist also geborener Wiener. In der Walzerstadt ist die Rotation, die kosmische Rotation, eigentlich das Nächste. Und das ist die heutige Form des Walzerspiels. Ja? Das universale Prinzip. Alles Walzer. Man kann Kosmos aufrufen, alles Walzer. Und damit trifft man es auch. Das Gewebe alles Walzer. Das Gewebe heißt nicht Walzer. Aha, also das Gewebe heißt. Warum gibt es eigentlich deine Hemden nicht mehr? Also ich habe eins bekommen durch irgendwie Schieberei. Naja, das mit dem Gewebe ist eine eigene Geschichte. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ich sage ganz kurz, das interessiert jeden. Ja. Ich habe in das Quadrat nicht Punkte hineingezeichnet, sondern zwei Linien. Parallele Linien. Und habe diese parallelen Linien induktiv rotiert und was da entstanden ist, ist das ein Geflecht von Ober- und Unterkreuzungen aperiodischer Natur. Dann bin ich zur Textilanstalt gegangen und habe gefragt, na, können Sie sowas weben? Ja. Und die haben gesagt, das haben Sie noch nie gehört, das haben Sie auch noch nie gesehen, dass eine Webmaschine nicht periodisch arbeitet. Ja? Aber wenn Sie mir die Daten geben, also die aperiodischen Strukturdaten, dann können Sie das der Webmaschine mitteilen. Also die Webmaschinen, die arbeiten auch sequenziell, die lesen immer Zeile für Zeile diese Musterstruktur ein. Und ich habe also eine Terabyte-Musterstruktur oder so ähnlich von dieser aperiodischen Geflecht denen gegeben, so breit wie die Kette sein musste. Und die haben dann ein Gewebe gefertigt, das es bisher noch nie gegeben hat. Sie haben eine fünfte Webbindungsart. Man kennt ja bisher vier Gewebebindungsarten, diese Leinwand, das ist die regelmäßigste, wo es immer rauf und runter geht, dann Körper
und Englisch Twill, das ist, da ist es, jede Genie so gewebt, das ist diagonalisiert, dann gibt es noch mehr diagonalisiertes, noch mehr, das ist Atlas, da, wird auch, da werden auch mehr Reden übersprungen und dann gibt es noch Crepe. Aber mit einer aperiodischen Gewebestruktur haben sie nicht gearbeitet und so hat die Textilanstalt das dann produziert und gleichzeitig in die Prüfstraße gegeben. Ja? Die haben sich natürlich gedacht, na, was der Künstler sich da so ausgedacht hat, was hat das überhaupt für einen Sinn oder was macht das auch physikalisch mit einem. Ja? Und dann aus der Prüfstraße herausgekommen ist, dass letztlich noch nie so ein gutes Ergebnis einer Prüfung entstanden ist. Das Gewebe ist reißfester, das kann man ja nachvollziehen, die Geflechte sind nicht periodisch, das heißt, das beginnt zu rupfen, der Riss kennt sich nicht mehr aus. Das nächste, was aber völlig ungeklärt ist, ist, dass es über 50% mehr Luft durchlässt, obwohl es dichter gewebt wird wie Atlas, wo mehr Fäden übersprungen werden, ist es über 50% luftdurchlässiger. Das ist jetzt an der Strömungslehre der Technischen Universität gelandet. Da wird es vielleicht ein Forschungsprojekt geben, aber wie der Herr Basenbrock schon ausgeführt hat, da muss man von vornherein das Ergebnis kennen, um auch die Kohle dafür zu bekommen. Also, wie das ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich mir als Künstler in meiner Ausstellungseinladung im Bildraum Bodensee gedacht, ich werde jetzt nichts mehr ausstellen, sondern ich werde dieses Gewebe in Vorarlberg produzieren. Und die Menschen, ich habe von einer Wiener Hemden- und Blusenschneiderei dann aus diesem Gewebe, das in Vorarlberg hergestellt wurde, Hemden und Blusen schneiden lassen und habe in der Ausstellung den Besuchern die Möglichkeit gegeben, dieses Hemd oder diese Bluse mit nach Hause zu nehmen, um für die Dauer der Ausstellung das zu tragen im Alltag. Das ist ganz was Wichtiges. Alltag, das heißt, wenn ich das jetzt trage, dann vergisst ich ja sofort, dass es Kunst ist. Ich kann ja nicht im Alltag herumspazieren und immer denken, ich habe Kunst. Das ist ja sofort ausgeblendet, aber erst in der Erinnerung wird überhaupt eine Kunstreflexion, das Bewusstsein überhaupt möglich. Und diese Art von, die Barbara hat das so bezeichnet, Ambient Textile Art, hat es in der Kunst noch nicht gegeben, obwohl die Futuristen und wie auch immer die taktile Kunst eingefordert haben, haben allerdings die Künstler sich immer sehr performativ und sehr visuell damit beschäftigt. Das heißt, man hat hier eine Skulptur gehabt, wo man angegriffen hat, oder der Kiesler oder so einen Draht mit einem Duchamp entwickelt, wo man das auch prozessieren musste. Aber man hat eine ambient-taktile Art noch nicht probiert. Und somit ist hier dieses Ding entstanden, wo ich hellhörig war und habe Peter Weibel eingeladen, dieses Hemd zu tragen. Ich habe habe auch an Basen Bock ein Hemd verpasst. Leider nur eins. Ja. Nein. Nur eins. Und auf alle Fälle war das sehr schnell vergriffen, das Ding. Ja. Aber warum musste ich wieder? Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt ist mir gelungen, nachdem ich nicht wusste, ob da überhaupt das schon jemand produziert hat oder wer immer, nachdem ich eigentlich Klarheit wollte, ob das neu ist, habe ich das eingeworfen beim Patentamt in Wien. Die mussten das natürlich recherchieren, und ich habe für dieses Gewebe und auch den Abwandlung habe ich 3 Patente bekommen. Und eines davon, insbesondere das, konnte ich auch verkaufen. Da hat sich ein Investor hat sich da gefunden, der das angekauft hat, der das allerdings nicht, der ist in die Lebensmittelbranche gedriftet und der hat das also jetzt stillgelegt, der hat das weltweit geschützt. Hat sicher hunderte tausend Euro gekostet, aber er macht nichts. Ja. Und jetzt ist es auch für mich als Künstler, ich bin zwar
frei gehalten. Ich darf machen, was ich will. Das ist schon im Parteivertrag drinnen. Ja. Aber trotzdem habe ich sozusagen jetzt diese Projekte wieder in die Zukunft verschoben, um das wieder zu frontieren. Ich bin kein Hemdenindustrieller. Ja, aber Konzept könnte das. Ja, das ist richtig, aber nachdem, es war so, dass ja, die ersten Hemden haben sich ja eh von alleine verkauft, da hat er gar keinen Galeristen gebraucht, weil das war ja so, dass die reißenden Absatz finden würden natürlich auch und auch innerhalb der Kunst, was natürlich jetzt auch in unserer Galerie ganz wichtig ist, weil diese Ausstellung war ja die letzte Ausstellung, wo es übrigens den Katalog gibt, wo da alles drinnen steht, man kann sich ja informieren. Wir sind heute ja nicht da und die Textilart und diese ganze Sache, das hatten wir ja schon alles, Vorträge, haben wir alles gehabt schon beim letzten Mal. Heute sind wir da, weil wir in den Himmel schauen, um uns zu erden. Dieses Buch wird heute vorgestellt und ist so, dass hier wir auch zu dem Thema einiges gehört haben. Der Text von Batzenbrock, von der Barbara Doser, beinhaltet das. Ich möchte mich auch bedanken beim Verlag für moderne Kunst. Und danke fürs Kommen. So, da weiß ich, das muss jeder Feste holen.